Um von der Lütschetalsperre zu den schönsten Kletterwänden Thüringens zu gelangen, geht es parallel zum Nordhang des Thüringer Waldes über Ohrdruf und Friedrichroda bis nach Bad Tabberz und dort weiter die immer schmaler werdende Lauchergrundstraße entlang bis zu deren Ende. Dann heißt es zusammenpacken und Marschbereitschaft herstellen. Denn von hier aus geht es nur noch zu Fuß weiter. Also wir sind jetzt hier im Lauchergrund bei Bad Tabberz. Um genauer zu sein, befinden wir uns hier gerade an der Massenmühle. Und es gibt hier ja ganz viele verschiedene Kletterfelsen und ganz viele Gipfel, die man hier erklettern kann. Und ich habe mich heute für den Aschenbergstein entschieden, denn da war ich schon ganz lange nicht mehr und bin gespannt, ob ich das noch hinbekomme und freue mich jetzt umso mehr auf die Tour. Ein kleines Stück haben wir noch zu laufen und ich würde sagen, lass uns starten. Um zum Aschenbergstein zu gelangen, gibt es der Möglichkeiten viele. Wir wollen zügig ankommen und wählen die kürzeste, dafür sicher aber auch die steilste Route und gewinnen schnell an Höhe. Während sich im Talgrund die namensgebende Laucha aus ihrem Quellgebiet durch die von ihr geformte Schlucht in Richtung Bad Tabberz schlängelt. An beiden Ufern noch von breiteren Wanderwegen gesäumt, geht es unmittelbar angrenzend 200 bis 300 Höhenmeter hinauf. Wie von Riesenhand hingewürfelt erscheinen die vielerorts anzutreffenden Porphyrblöcke. Felsnadeln tauchen mitten im Wald auf. 26 Felsen und über 200 Wege, um hinaufzukommen. Erstmals zeigt sich unser Ziel, der Aschenbergstein, und der Anblick verspricht schon hier, was uns dessen Gipfel bieten wird, eine schwindelerregende Aussicht. Lesbar sind die Routen an den im Fels meist einzementierten Sicherungshaken. Ihre Position zeigt dem erfahrenen Kletterer neben der Beschaffenheit des Gesteins den zu erwartenden Schwierigkeitsgrad der Route. Hier im Lauchergrund soll es wohl von 2 bis zu römisch 9 nach der Kletternomenklatur gehen. Und das ist dann schon richtig schwer. Anja hat schnell eine gangbare Route und auch unseren Kletterführer entdeckt, der uns mit weiterer Ausrüstung schon erwartet. Gerade an solchen Felsen hier, was dann schon kein Klettersteig mehr ist, braucht man auf jeden Fall noch jemanden zum Absichern. Also man muss immer zu zweit sein. Und wichtig ist natürlich die passende Schutzausrüstung. Wir werden jetzt hier eine 4+ klettern. Das heißt auf jeden Fall Helm, Kletterschuhe, die Seile und die ganzen Haken dürfen natürlich nicht fehlen. Der Hüftgurt zum Klettern. Und ich würde sagen, das ziehen wir uns jetzt drüber und dann geht's mal die 4+ nach oben. Holger ist ein erfahrener Bergsteiger, der für uns heute bis zu den ersten Haken vorausklettert, um das Sicherungsseil einzuhängen. Später wird er selber die Sicherung der Kletterer übernehmen. Und schon geht's los. Anja sucht den für sie passenden Einstieg und dann sofort den nächsten Griff, die nächste Trittstelle und sei sie auch nur winzig. Während die Füße noch den sicheren Halt suchen, sind die Augen dabei, die nächste Kante für die Hände zu finden, und schon wird umgegriffen. Für uns erweist sich die 4+ schon nach den ersten Metern als nicht gangbar. Wir brechen ab, überlassen Anja und Holger die Wand und machen uns auf dem viel längeren, aber doch viel sicheren Wanderweg außen herum zum Gipfel. Mehr als 50 Meter ragt die Felswand des Aschenbergsteins empor. Kraft, Ausdauer, Erfahrung, Geschicklichkeit, Selbstvertrauen ohne Selbstüberschätzung und viel Vertrauen in den Sicherungspartner braucht es, um sie zu bezwingen. Anja hat alles und so wird ihr Mut mit einem tollen Erlebnis belohnt. Adrenalin pur. Ja, das war heute schon eine ganz schöne Ansage hier. Also es waren schon ein paar Meter, die ich jetzt hier nach oben geklettert bin, aber es ist einfach ein super Gefühl, wenn man da im Berg hängt und seine Ruhe hat und ja, einfach draußen in der Natur ist und ja, für sich ist. Und genauso schön ist natürlich auch oben anzukommen und vor allem heil oben anzukommen. Und ja, ich weiß wieder, wie schön es sein kann,
Und ich werde es jetzt auf jeden Fall wieder öfters machen. Nun, dazu bietet der Lauchergrund schier unerschöpfliche Möglichkeiten. Habichtskopf, Roter Turm und Angstwand sind nur einige davon. Aber man muss nicht unbedingt mit Klettergeschirr unterwegs sein. Auch der Wanderer kann neben einer ebenso empfehlenswerten Wanderung im Lauchergrundgipfel erreichen, die einen wunderbaren Überblick über das ganze Tal und die engen Schluchten am Talschluss bis hinauf zum 916 Meter hohen Inselsbergplateau und in der Gegenrichtung hinaus aus dem Gebirge bis ins Erfurter Becken erlauben.